Ich habe ja früher gerne getreten. Ich habe ja auch gesagt, eine Harley kommt mir nur ins Haus zum Antreten. Ist egal, ich trete ja gerne und ich trete auch stundenlang. Stört mich alles nicht. Ja, doch Leute, willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Carsten. Und heute fahre ich einfach mal wieder wild durch die Gegend rum. Auf neuen Wegen zu neuen Ufern mit meiner geilen Streetbob. Heute möchte ich mal das Thema bearbeiten, wie ich zur Harley bzw. von der Enduro zur Harley. Und da muss ich ganz weit zurückgehen. Das begann in meiner Lehre, da war ein Typ, der ist immer mit einer XT500 angekommen, der war auch sonst ganz cool. Und seit dem Tage dachte ich eigentlich, okay, ich möchte auch so cool sein. Ich möchte auch Enduro fahren. Und habe mir dann 89 eine XT600 gekauft. Und dachte, naja, jetzt habe ich eine Enduro. Jetzt muss ich also auch irgendwann mal Enduro damit fahren. Dann haben wir die Grenzen geöffnet gerade. Und dann habe ich meine ersten Enduro-Versuche in so einem Park, Friedrichshain ist das, glaube ich, heute. Da war ein Berg, ich weiß nicht, ein Ausflugspark ist das, glaube ich, gewesen. Da bin ich also mit der Enduro hoch, so einen Berg hoch. Dachte ich, naja, fährst du einfach mal den Berg hoch. Damals war das auch noch nicht so wild. Heute würde ich da natürlich nicht mehr langfahren. Boah, hat die einen Zug, das Ding. Eieieiei. Also ich den Berg da hoch und auf der anderen Seite waren Treppen. Ich dachte, na, du hast ein Duo, du musst jetzt da die Treppen runterfahren. Null Ahnung von allem. Hab natürlich vorne gebremst und wäre, also hätte beinahe so ein Salto vorwärts gemacht. Dachte, naja, das musst du jetzt durch und bin dann halt den Berg da runter. Da kamen noch ein paar Typen, haben ein bisschen Quatsch. Die fanden das natürlich cool. Ich habe mich auch cool dabei gefühlt, logisch. Ja. Mit so einer geilen Enduro, mit so einer geilen Geländemaschine da lang zu fahren. Irgendwann bin ich dann mal in die Döberitzer Heide gelangt. Da hieß es, fahr mal in die Heerstraße geradeaus. Da kommt dann auf der linken Seite ein Truppenübungsplatz. Ja, ich bin dann also die Heerstraße lang. Da wo jetzt das, wie heißt denn dieser Döberitzer Heide ist das? Wie heißt denn dieses Einkaufscenter, was auf der linken Seite ist? Da bin ich also im Gelände schon gefahren, wo jetzt dieses Einkaufszentrum steht. Hab mich tierisch mit einer Karre festgefahren im Schlamm. Ja, ist ja auch alles nicht so wichtig. Will erstmal weiter erzählen. Also mit einer Enduro habe ich angefangen, mit einer XT600. Bin dann damit ins Gelände gegangen, in der Döberitzer Heide, mit einem Typ zusammen, mit einer XR. Habe alles abgerissen, was man abreißen konnte. Also ja, war ein Gepäckträger drauf, habe ich die Blinker abgemacht, habe mir Ochsenaugen reingemacht. Habe andere Federn reingemacht, Whitepower-Federn reinsetzen, also ins Federbein habe ich mir die reinsetzen lassen, vorne in die Gabel habe ich das selber eingebaut. Dann war das schon ein bisschen besser. So in 92 habe ich dann die verkauft und habe mir eine LC4 geholt, KTM LC4. Und das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Bin dann zu so einer Enduro-Veranstaltung mitgefahren, habe zwei Enduro-Veranstaltungen mitgemacht, wo wir dann auch auf dem Crossplatz gefahren sind. Und das war ein Unterschied wie Tag und Nacht, ja, früher mit der XT. Hat das Federbein sich immer in ausgeschaukelt und die LC4, da konntest du da über die Löcher rüber bügeln und da war überhaupt nichts. Die ist da einfach rübergefahren, ja. Genau, überhol mich mal. Das war nun wichtig, jetzt rechts zu überholen, ja. Das war nun wieder ganz wichtig. Und dann wundert er euch, wenn er unter die Reifen kommt, ja. So ein Schwachsinn, ey. Was war denn das nun wieder für ein Kack, ja? War ja wieder äußerst wichtig, aber ich sage nichts dazu, weil ich ja über den Dingen stehe. Naja, ich sage nur euch was dazu.
wie unnütz ich das wieder fand. Aber egal. So, also, dann nach der LC4, die sie mir dann geklaut haben, glücklicherweise insofern, weil ich dann umgestiegen bin auf Husky, also auf Husqvarna, hatte eine 96er Husqvarna, die sie mir dann auch wieder geklaut haben. Und dann habe ich noch einmal eine 2000er Husky gefahren. Die habe ich bis 2005 im Gelände bewegt, also Crossplatz, Truppenübungsplätze, wo man halt so fahren konnte früher, was ja dann auch immer mehr eingeschränkt worden ist, aufgrund der Umweltbestimmung und, ja. Die Übritzer Heide bist du nachher nicht mehr reingekommen, weil sie die umzäunt hatten, aber irgendwie gab es ja immer noch Wege und Mittel. Da sind wir dann einfach hier rechts einfach mal quer runtergefahren. Ja, und mit Nano war das überhaupt leicht, da runterzufahren, ja. Mit der jetzt, leider fliegst du fürchterlich aufs Maul, ja. Aber wenn ich hier so rechts in den Wald gucke, ja, da sind wir die Wege da lang gekallt. Und das hat einfach Spaß gemacht, ja. Schön im Dreck sühlen manchmal. Manchmal hat das richtig schön geschüttet, dann war das richtig schöner Modder da. So, ja, dann bis 2005. Ui, mal aufpassen. Dann halt so umgebaut auf Supermoto. Damals war noch keiner Supermoto fahren, ja. Da war ich so mit der, na nicht der Einzige, will ich nicht sagen, aber da war Supermoto, ja, das hat man mal gehört irgendwo. Da sind vereinzelt welche rumgefahren mit einer Supermoto. Ja. Und ich hatte also nun, sagen wir mal, eine wirkliche Supermoto, weil ich hatte ja eine Enduro-Karre gehabt mit Straßenreifen umgebaut später. Das, was du heute kriegst als Supermoto, naja, das ist eben eine XT, sagen wir mal, mit Lattenreifen. Viel zu schwer, auch die 701, aber da komme ich ja später noch zu. Dann hatte ich nochmal irgendwie das Bedürfnis verspürt, ins Gelände zu gehen, habe sie wieder also Stolle umgerüstet. War dann dreimal oder viermal im Gelände noch. Aber war festgestellt aufgrund meiner Krankheit, dass mir also echt ja, die Spucke wegbleibt, sagen wir mal. Und ich konnte auf einmal auch keine Kurven mehr fahren. Ja, irgendwie ging das nicht. Ich konnte die Kurven nicht mehr fahren und das war dann blöd. Dachte ich, aber ich wäre umgebaut. Hab sie wieder in Wiener bis zum geht nicht mehr. Hab sie dann 2014 verkauft. Also 14 Jahre war die alte, aus wie aus dem Laden. Wirklich sah wirklich aus wie aus dem Laden. Weil ich habe alles geputzt. Ich habe gesagt, den Fender geputzt, unterm Fender geputzt. Die Stoßdämpferfeder habe ich geputzt. Also ich habe wirklich alles Kleinhaar sauber gemacht. Hier sind wir Zeltinger Platz. War auch nicht ganz so meine Richtung, wo ich hin wollte, aber egal. Wollte eigentlich nach fahren. Fahren wir jetzt hier rechts rum? Oder wo fahren wir jetzt hin? Also wie gesagt, die sah aus wie aus dem Laden, habe sie 14 verkauft, weil ich unbedingt, ob biegen und brechen, musste ich dann Kawasaki Z800 fahren. Ich dachte, das ist es ja jetzt, endlich habe ich eine Karre gefunden, habe die also verkauft, meine schöne Husky, leider im Nachhinein. Also habe mir die Z800 geholt, bin die ein halbes Jahr gefahren, also eine Saison. Und habe gedacht, nee, also das ist doch nicht dein Ding, Straße fahren. Und habe mir, warte mal, 2016 habe ich mir die Husqvarna 701 geholt und dachte, okay, dann bleibst du jetzt eben bei Enduro, bei Supermoto. Ja, in meinem Kopf geht so eine durcheinander, glaube ich. 2018 musste ich dann unbedingt wieder ins Gelände gehen,
oder hatte vor, ins Gelände zu gehen. Hab mir eine 99er Husqvarna und leider keine 2000er, weil die 2000er wurden sehr hoch noch gehandelt. Ich wollte also kein Geld ausgeben. Hab 1000 Euro für den Eimer hingelegt, die sah aber auch grottenmäßig schlecht aus. Oder 1100 habe ich ausgegeben, ich weiß es nicht mehr genau. 1100, das ist ja Quatsch. Ich weiß es nicht mehr, natürlich weiß ich. 1100. So, hier habe ich aufgebaut im Winter alles, also was heißt alles, aber größtenteils ein paar Schrauben neu und hier und da alles gemacht, schön gemacht. So dass ich dachte, damit fahre ich ins Gelände. Aber dann war ja der Stoßdämpfer noch am Eimer. Den hätte ich ja noch machen lassen müssen. Und dann war es wirklich so, ja, ich habe ja früher gerne getreten. Ich habe ja auch gesagt, eine Harley kommt mir nur ins Haus zum Antreten. Ist egal, ich trete ja gerne und ich trete auch stundenlang. Stört mich alles nicht. Also die Husky hat mich dann schon genervt. Immer treten. Da bist du in die Garage gekommen, da wusste ich jetzt nicht, springt sie an, springt sie nicht an. Mittlerweile wusste ich ja dann wieder, wie es geht. Aber dann ist sie doch mal wieder nicht angesprungen. Da hatte man immer den Schiss, springt sie jetzt an, springt sie nicht an. Und dann diese Vibration, Leute, ich sag euch, ich fand ja Vibration immer geil, die ganzen Jahre. Ja, die angefangen 92 mit der KTM fängt dann gern mit den Vibrationen. Und damals haben die noch vibriert, ja. Da war noch nicht mit Ausgleichswelle. Also die Harley-Fahrer werden ja wissen, die heutzutage, die Harleys, die sind ja auch weich gespült, da wackelt ja auch nicht mehr dran. Ja, ich würde das wünschen, wenn es noch einen Ticken mehr vibriert, ganz ehrlich. Aber die Husky, die war ja unerträglich. Da bist du mal, bin ich mal von hier zur Brücke gefahren, na, das war, oh nee, ich hab das keinen Bock mehr gehabt, diese Vibration. Die war ja so extrem. Und dann immer nur diese 70, 80 Fahrerei. Jetzt mit der will ich gar nicht schneller mehr fahren. Ja? Das ist ja das Schöne, jetzt will ich nur noch 70, 80 fahren. Aber mit der Husky, das war unerträglich. Und immer diese Antreterei, das hat so genervt. Also habe ich die Husky verkauft, die andere 701er Husky verkauft. Und dachte, ich fahre jetzt endlich das, was ich immer fahren wollte. Schön, lässig, locker. Mit breitem Arm draufsetzen, schöne Harley fahren. Das ist es jetzt, denke ich. Hoffentlich. Ja? Nicht, dass ich in 2 Jahren schon wieder denke, oh Scheiße, was muss ich jetzt fahren? Das kann alles passieren. Ja, das kann alles passieren. Irgendwann ist ja auch das Geld mal Ende. Aber jetzt halt ja erstmal eine Wertanlage hier. Ich denke, ja, Auto fahren werde ich nicht, glaube ich. Da komme ich nicht hin, dass ich nur ein geiles Auto haben will. Nee, dazu ist mir dazu wichtig durchzukommen. Obwohl mit der kommst du ja auch nicht mehr durch hier. Also Leute, ich wünsche was. Bis die Tage. Ciao.